Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Zockt Assassin's Creed 3. So, wir sind zurück. Ich war ein wenig sehr produktiv. Ich habe das ganze Grenzland von den ganzen Sachen nicht befreit. Ich habe alles gesammelt. Abermals wieder durchgesammelt. Habe jetzt das Grenzland hier ganz Boston alles fertig. Und ja, jetzt sind wir sozusagen zur Mission hin. Und gucken hier mal, was in Boston stattfindet, weil wir wollten ja eigentlich den Templer, hat der Attila gesagt, wir hätten ihn doch töten sollen. Und jetzt bietet sich sozusagen die Gelegenheit, ihn zu töten, sozusagen, wenn wir Glück haben. Und das müssen wir natürlich auf jeden Fall nutzen. Ist ja klar. Na, erschrocken. Ah, Connor, welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ei. Er bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Nicht anfassen. Hast du das nicht beim ersten Mal verstanden? Oh, Mann. Immer die Leute, dass die so kuschelbedürftig sind. Connor ist nicht so der Fan von sowas. Merkt man. Ah. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd. Das Boot, du Arsch. Muss mir nichts zu sagen, oder? Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Okay, kein offenen Konflikt. Drücke T, um die Anweisung zu fragen. Da lang, Connor! Achso, okay. Reite weiter! Ach, wir können also nicht galoppieren. Ein Moment. Wir versuchen mal hier den... Ja, das ist es. Das ist der Weg. Den Soldaten sozusagen auszuweichen, aber das war jetzt natürlich sehr gekonnt. Du musst nach links, Connor. Ja. Hallo, fährt runter. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Ich glaube. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Okay. Gut, wir laufen mal ganz kurz. Nee, hier nicht. Da hinten sind Soldaten. Sie laufen weg. Okay. Kollege, welches Haus denn?
Ach, da hinten leuchtet es doch schon. Okay. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Ja, dann rein da. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Okay. Wir tun sozusagen eine kleine Bürgerwehr sozusagen jetzt ausrufen. Okay. So, wir reiten mal fixierend lang. So. Reite weiter! Da lang. Erstmal keinen Konflikt verursachen. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Jawohl, werde ich machen. Ich muss aufpassen, dass uns Kinder, dass wir Kindersoldaten im Weg laufen. Halte Ausschau nach Rotröcken. Hier, dann nach links. Okay, hier noch weiter. So, ich muss mal aufpassen wegen... Nach rechts, Connor! Also. Über die Brücke. Unter der Brücke. Nach rechts, Connor! Ach, darüber ins Dorf. Okay. Naja, das kriegen wir ja hin. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Ja, dann komm. So, Nein. Das Haus da? Da. Das ist es. Das ist der... Da haben wir nochmal einen. Sag Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Sozusagen ein Kurier da hinten, den wir noch entdeckt haben. Das ist schon mal sehr gut. Das sind dann so Sachen, die ich dann halt alles dann offline wieder mache. Diese ganzen Kuriersachen. Das Einzige, was ich nicht offline mache, ist, wie gesagt, mit euch die... Stadtmissionen, die alle zu machen sind. Und ich bin dann überlegen, ob ich auch mit euch die Jagdsachen mache. Rechts rum! Ja, ich muss warten, bis die scheiß Soldaten da weg sind. Oder... Halt, können wir da über... Hier rüberlaufen? Pferd, kannst du das? Ah, Mist, geht kommt nicht! Kommt irgendetwas bekannt vor, Connor? Ja, da drüben muss stehen, das weiß ich. Ah, gut, die Soldaten sind weg. Okay. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Jaha. Ja, sehr schön. Gleich drauf zugelaufen auf das Richtige. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Jo, drei Häuser. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie! Nella, wir müssen ihnen entkommen. Ja, super. Wir wollten schon verraten. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Ja, ich bin auch schon dabei! Mein Freund. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Ja, ich mach doch. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Nach rechts, Connor! Jo, einen Moment. Nach rechts, Connor! Da entlang, also. Okay. Da lang, Connor! Ah, dann bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. Das ist sehr schön.
Ich sehe zwar keine Häuser, aber ist egal. Da wären wir. Ah, da. Jetzt besser zu Fuß weiter. Hi, Leute. Da oben, glaube ich. Müssen wir hin. Ja. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Dann ist er gut. Wir haben es geschafft. In der Zeit auch noch. Wo zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Ah ja. Er hatte halt Damenbesuch. So, das heißt, wir reiten jetzt ganz normal zurück. Zu irgendeinem Treffpunkt. Und dann geht's, glaube ich, los mit den großen Ballerer, hä? Wenn wir in die Rotrecke kommen. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Okay. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich kann leider auch nicht galoppieren, schade. Hey, hier waren wir doch am Anfang mit unserem Vater sozusagen. Das hier ist Lexington. Naja, okay. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Autsch. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Okay. Sehr schön. So. Sie sind jetzt inkognito. Achso, ja, klar. Hancock. So, okay, dann laufen wir mal zu unserem Freund. Der kleine Casanova sozusagen. Dem wir seine, ja, naja, sein nächtliches Techtelmechtel versaut haben. Achso, das sind jetzt unsere Freunde, unsere Soldaten, ja. Sollte man zum Arzt gehen, der Kerl. Bleibt standhaft, Männer! Ihr dürft nie... niemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Oh. Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim. Was zum Teufel macht ihr denn? Haltet eure Positionen, Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Und sofort nach Concord und die anderen warnen. Den dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh schon! Oh Mann. Komm, wir vereinigen uns bei Concord mit den anderen. Dann mal los. So viele Flüchtlinge dann.
Die fliehen alle. Das ist so. Ich soll ja hinrennen. Oh, da oben sind auch schon wieder rote. Bleiben, Jungs, und Schritt halten. Nach Concord, Leute. Überall wird gerade geschnetzelt. Hilfe, was geschieht hier? Na, die Rotröcke kommen, was sonst? Raus, alle Mann, flieht! Flieht, ihr Narren! Wir haben meinen Bruder und den alten Robert geschnappt. Wir müssen was tun. Wir müssen helfen. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich habe freie So. Ich bleibe nicht hier und warte ab, was passiert. Nein, komm in die Hügel! Ach, komm. Stirb! Okay. Befreit haben wir so. Müssen wir nur fix wieder reiten. So, umgeritten wenigstens etwas. Na los, vorwärts! Fertschen! Ich habe eine Überraschung für die Hummerbuckel! Für die Hummerbuckel, ja. So. Oh, haben wir locker geschafft. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Okay. Oh, da kommen die Soldaten. Und die auf der Brücke bleibt da stehen. Sir! Bemannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Gib den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen ihr Ziel. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Okay. Wartet auf mein Signal. Wartet. Wartet. Los! Sehr schön. Wartet auf mein Signal. Schießt! Sehr gut. Vorbereiten! Macht euch bereit! Und... Vorbereiten!
Los! Das Signal abwarten. Feuer! Nicht schießen! Nicht schießen! Jetzt feuern! Oh, jetzt muss ich mich hier... Und ich kann nicht galoppieren, ey. Oh, Mann. Macht euch bereit! Jetzt feuern! Das Signal abwarten! Ein Moment. Macht euch bereit. Feuer! Jetzt hier hin. Macht euch bereit. Feuer! Vorbereiten. Feuer! Vorbereiten. Feuer frei! Oh Mann, die haben schon drei. Macht euch bereit, los! Feuer! Ah, oh, da drüben sind wieder zwei. Macht euch bereit! Vorbereiten, los! Boah, da kommt schon die dritte Armee. Weiter, schneller. Wartet auf mein Signal. Schießt! Vorbereiten! Feuer! Drei. Macht euch bereit! Feuer! Das Signal. Okay. Rückzug! 130 Mann. Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Na, nicht, dass ihr noch getroffen werdet. Okay, gut. Doch nicht. Puh. Sehr schön. Haben wir geschafft, schon mal soweit. Liegt denn eine Pistole rum? Gewehr? Nee. Okay. Na. So viele tot. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist es nie. Genug zu tun. Aber ich glaube, das sieht so aus, dass wir die nächste Sequenz komplett beendet haben. Oder? Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Oh. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken. Ich möchte dem Kongress versichern, dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten, auf Kosten meines häuslichen Friedens. Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen.
Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Mir leid, dich sofort zu zerren, so hoffe aber ich, wird eine man Prügelei ersetzen. Ist das Allerletzte, was wir jetzt nicht brauchen können. Warum? Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief, George Washington. Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Bescheiden. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihn bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Was gibt es Neues zu Pitcairn? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Okay. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Ach Mann, einfach hingehen, die Assassinenklinge quer ins Herz stechen und damit war's das. Wäre doch alles zu Ende. So, mit wem reden wir jetzt hier? Achso, mit immer noch hier? Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Okay. Achso, jetzt können wir hier raus. Nach oben müssen wir nicht. Nö, sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir raus. Nach Boston zurück. Mit wieder ein Stück Papier in der Hand. So. Ja, wie ihr seht hier, Abenteurer und hier ist eine Dings, Siedlermission. Die werden wir dann, wie gesagt, die Siedlermission werden wir dann halt zusammen machen. Ich glaube, die Abenteuer, dass die Lieferanten und die Jagdaufträge, die werde ich doch alleine machen. Und gut ist, ja. Jetzt werde ich noch mal hier nochmal Marker setzen. Und ja, wir machen Folgendes. Wir werden uns wieder voneinander verabschieden, ja. Zeit ist wieder rum. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon einen schönen Abend. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao euch.